Hallo, herzlich willkommen bei diesem Interview im Online-Kongress Treue 2.0. Ich bin Marianne Kreisig und heute bin ich hier mit Miriam Karsch. Miriam ist Unternehmerin und sie ist Verlegerin des Playboy Deutschland. Und mit ihr spreche ich heute über das Thema Selbsttreue und unternehmerischen Erfolg. Miriam, total schön, dass du da bist. Hallo, freut mich auch sehr. Ja, mich würde interessieren, so wie wird man denn Verlegerin des Playboy Deutschland? Ja, wie bist du dazu gekommen? Vielleicht muss ich erst mal erzählen, wie ich überhaupt, also ich habe damals, der Playboy wurde seit 2002, wurde der von Hubert Burda Media verlegt. Und ich habe damals in Augsburg Medien und Kommunikation studiert, also auch einen klassischen Medienstudiengang, wollte ursprünglich mal Journalistin werden, habe dann aber gemerkt, naja, so richtig gut schreiben kann ich eigentlich nicht. Ich bin eigentlich in Mathe auch ganz gut und dann bin ich eher so in die kaufmännische Schiene geraten. Und habe damals einfach einen Werkstudentenjob bei Hubert Burda Media angefangen. Und ich saß damals im 7. Stock, habe für den Vorstand gearbeitet und guckte immer runter in den 6. Stock im Nebengebäude, da saß der Playboy. Und ab und zu ging da halt mal das Licht an im Castingzimmer und da kamen Playmates zum Umziehen. Und das war natürlich irgendwie total, total spannend. Gleichzeitig fand ich damals schon, wenn man sich so das ganze Portfolio von Hubert Burda Media angeguckt hat, fand ich Playboy immer schon die spannendste Publikation. Es war die einzige Weltmarke, also wirklich eine Marke im Portfolio, die wirklich jeder kennt. Burda verlegt ja noch den Fokus und Freundin und Elle und InStyle und auch noch andere wirklich sehr bekannte Zeitschriften. Aber für mich war der Playboy immer schon einmal die faszinierendste und interessanteste Marke im Burda-Portfolio. Und ich bin dann nach meinem Werkstudentenjob, hatte ich auch meinen ersten Job dann tatsächlich bei Burda, habe dann da noch 2,5 Jahre für den Vorstand gearbeitet, habe da so über das ganze Portfolio hinweg, also auch nicht auf einen speziellen Titel, sondern eher so übergreifende Aufgaben. Und habe ich einen kurzen Ausflug gemacht zum Springer Media House, habe da für die Magazine Rolling Stone, Musik Express und Metal Hammer gearbeitet und bin dann nach der ersten Elternzeit wieder zurück nach München und habe einen neuen Job gesucht. Und dann war eben da gerade eine Stelle bei Playboy in der Verlagsleitung ausgeschrieben und ich dachte, okay, das passt einfach, wenn ich das so sagen darf, wie Arsch auf Eimer. Ich wollte immer dahin und es war eigentlich auch genau die Position, die ich dann haben wollte, habe mich darauf beworben und habe es dann auch bekommen. Also es klingt echt super spannend. Und was mich interessieren würde, so du sagst, na, also es war irgendwie klar, da willst du rein. Und ich meine, der Playboy ist ja eine Männermarkenwelt. So, was war da so oder was ist das Faszinierende daran? So, wenn du dich auch zurück erinnerst, ja, als du gesagt hast, ne, du warst Werkstudent und hast da runtergeguckt, so mit was war das so verbunden? So diese so, wow, das ist faszinierend, das ist spannend. Also was, ja. Also zum einen ist es, glaube ich, diese Weltbekanntheit. Also einfach jeder kennt den Playboy, jeder hat ein Bild vom Playboy. Dieses Hasensymbol kennt jeder. Du kannst 12-Jährige fragen, du kannst 75-Jährige fragen. Einfach jeder kennt dieses Symbol. Playboy hat ja auch 97% ungestützte Markenbekanntheit weltweit. Das ist einfach irre. Und wenn man jetzt hier in Deutschland erzählt, so, ja, ich bin Verlegerin des Playboy, sind alle so, oh, krass. Jeder weiß, was du machst. Ja. Und das ist mal das eine. Ich glaube, diese Markenbekanntheit, dass es einfach Kult ist, dass es seit Jahren, wir feiern jetzt nächstes Jahr 50 Jahre Jubiläum, also es gibt jetzt den Playboy Deutschland seit 50 Jahren, 1953 in den USA gegründet. Und ich fand, Playboy stand schon immer für Freiheit, für Selbstbestimmung, für Mut, immer ein bisschen rebellisch, also auch provokant. Das ist sozusagen was mir so an der Marke einfach gut gefällt. Okay, und wo kam für dich diese Faszination für den Playboy? Ja, du hast schon gesagt, als Werkstudentin hast du da runtergeguckt und dann auch später in München war klar, ist eine Stelle ausgeschrieben, die willst du haben. Also woher so dieses Interesse an dieser Männermarke? Also ich glaube, zum einen ist es diese unglaubliche Markenbekanntheit, die Playboy genießt. Also mit 97% ungestützter Markenbekanntheit weltweit ist eine der bekanntesten Marken. Wenn ich jemandem erzähle, was ich mache und ich sage dann, ja, ich arbeite beim Playboy, jeder weiß im Prinzip, was ich tue. Ja, weil jeder hat ein Bild davor. Dieser Bunny ist einfach so ikonisch. Das ist mal das eine, einfach, dass es eben für so eine Weltmarke auch zu arbeiten. Auf der anderen Seite ist es auch rein inhaltlich, ich bin nicht so ein typischer Frauenmagazinleser oder ich bin keine typische Frauenmagazinleserin. Ich finde, die Themen, die in den klassischen Frauenmagazinen abgehandelt werden, sind einfach, ja, einfach irgendwie altbacken und entsprechen einem anderen Rollenbild, also ne, Kochen und Frisuren und Make-up und Klamotten, ja, so. Oder wenn irgendwo steht, dass in der Insta beispielsweise, ohne jetzt irgendwie andere Zeitschriften irgendwie jetzt ja, in einem schlechten Licht darstellen zu wollen, so eine Insta sagt dann halt, Botox ist in Ordnung, ja. Botox ist grundsätzlich natürlich auch in Ordnung, aber es soll halt nicht suggeriert werden, dass ich was an meinem Körper optimieren muss, um irgendwie sozusagen
zu gefallen oder dass ich nur richtig bin, wenn ich so und so aussehe. Und der Playboy hat von seiner Haltung her, lässt der Menschen einfach in Ruhe. Er ist sehr, sehr tolerant. Also wenn man jetzt sozusagen die Haltung des Playboy beschreiben müsste, wenn ich so Werte mit Playboy verbinde, ist es zum Beispiel, ist es Freiheit, ist es Selbstbestimmtheit, ist es Toleranz. Mhm. Und das ist was, wofür ich also grundsätzlich, wofür ich auch stehe und womit ich mich auch gut identifizieren kann. Und wie gehst wie gehst du damit um? Weil du hast ja gesagt, ne, also es ist diese Selbstbestimmung und Freiheit. Auf der anderen Seite gibt es ja auch viele Stimmen und auch kritische Stimmen, die sagen, naja, der Playboy ist ein Medium, das patriarchale Strukturen unterstützt, ja, das Frauen objektiv, ne, zum Objekt macht. So. Und dann ist aber die andere Seite, also vor allem so der Frauen, die ja auf den Coverbildern zu sehen sind, die sagen so, nein, also das ist eine Selbstbestimmung, die, ne, das wähle ich für mich als Frau, mich so zu präsentieren. Also, ne, also es ist im Endeffekt ja auch ein Empowerment. Aber ich kann mir vorstellen, diese kritischen Stimmen so und dann als Frau da oben zu stehen, so nach dem Motto, wie kannst du das so vertreten, für ein Medium einzustehen? Ne, so ist ja Verrat vielleicht an den Frauen. So. Wie gehst du damit um? Ist das was dir oft auch entgegenschlägt? Ja, immer mal wieder, nicht häufig, aber doch immer mal wieder. Und die meisten Absender von solchen Aussagen sind Menschen, die den Playboy seit Jahren einfach nicht mit der Kneifzange angefasst haben. Also solche Vorwürfe entstehen für mich jetzt ganz häufig einfach aus Unkenntnis heraus. Weil wenn man zum Beispiel sagt, Frauen als Objekte, ja, es ist ja nicht so, dass wir die Frauen nicht fragen würden, ob sie bei uns irgendwie aufs Cover kommen würden, ja, sondern es ist ein ganz, ganz langwieriger Prozess. Wir tauschen uns da mit den Titelstars lange im Vorfeld aus. Und es sind auch immer unterschiedliche Motivationen. Es ist nicht nur oder nicht ausschließlich das Geld, das Honorar, das wir den Damen zahlen, weil das würde auch, ich meine, wir sind ein kleines Start-up, das können wir uns gar nicht leisten, sondern das ist immer eine andere Motivation. Und ich sage mal, ich antworte meistens mit, ja, hast du in den letzten Jahren mal einen Playboy in der Hand gehabt? Dann heißt es meistens nein. Also das ist sozusagen erstmal, damit kann man eigentlich schon mal jeden Vorwurf erstmal entkräften, weil das einfach, Leute sagen das, weil sie ein Bild vom Playboy haben, das einfach nicht der Wirklichkeit entspricht. So, also es ist einfach aus Unkenntnis heraus. Und für alle Frauen, die wir im Heft abbilden, geht es um starke, selbstbestimmte Frauen, die mit ihrer Veröffentlichung ein Statement setzen wollen. Und da haben wir unzählige Beispiele, sei es jetzt, wir hatten in der Oktoberausgabe 2020 eine paralympische Schwimmerin auf dem Cover, Elena Kravtschow, die in Kasachstan geboren wurde und nur noch 3% Sehkraft hat. Und für sie, gerade die sie eben in Kasachstan unterdrückt wurde, ist dieses Playboy-Shooting ein Zeichen für weibliche Selbstbestimmung gegen die Unterdrückung von Frauen und auch gegen die Stigmatisierung von Menschen mit Behinderung. Also es ist immer auch eine starke Botschaft, die Frauen mit ihrem Shooting auch senden wollen. Oder wenn man sich, wir hatten eine Playmate im letzten Jahr, Bana Hamawandi, sie ist Muslima und sie hat lange davon geträumt, Playmate zu werden. Und auch für sie war das Shooting ein Ausdruck von Freiheit. Einfach sich die Klamotten, die sie so unterdrückt haben, das Thema Verschleierung, einfach das alles wegzunehmen. Und auch für sie ist es eben ein großer, großer Ausdruck von Freiheit und Selbstbestimmung. Mhm. Und das ist also so viel zum Thema, es ist immer so, Leute, die sich anmaßen zu sagen, dass wir Frauen als Objekte im Heft darstellen, ohne dass sie mit den Frauen gesprochen haben, ob sie sich vielleicht so fühlen. Ja? Also ich finde das immer, ja, das kann man machen, aber das ist wie, wir haben jetzt aktuell eine Ausgabe im Handel gehabt, die deutschen Olympionikinnen, also drei Damen, eine davon konnte dann leider nicht teilnehmen und da hat sich auch ein Autor, und das ist ja auch so bezeichnend, ein Autor von der, ich weiß gar nicht mehr, was Tagesspiegel oder was Berliner Zeitung, irgendwie angemaßt, was über Sexismus im Sport zu sprechen. Also Frauen sollen doch lieber im Sport performen und nicht ihre Körper. Also das ist auch schon wieder so viel Mansplaining im wirklich par excellence. Ja. Und wenn man sich die Interviews mit den Frauen im Heft durchliest, dann ist es aber genau, dass sie sagen, Mensch, sportliche Körper sind schön. Die haben alle noch eine Botschaft zu senden, nicht nur ihren nackten Körper zu zeigen. Ja, ist total spannend, ne? Weil das ist so, der erste Blick drauf ist so, ne? Da glaube ich, können sehr schnell Vorurteile entstehen. Und aber auch spannend, was du sagst, dass die Kritik dann oft gerade von Männern kommt. Ja, also ja, sowohl als auch. Frauen finden den Playboy total interessant. Frauen schauen sich auch gerne Frauenkörper an. Ne? Ja, also ja. Ich meine, Frauenkörper sind nun einfach mal sehr schön. Ja? Was mich interessiert, du hast vorher so deinen Werdegang beschrieben. Das klang alles sehr leicht, ja? wie du es beschrieben hast. War es mit Sicherheit ja aber nicht, oder? Also an welchen Stellen gab es da Herausforderungen für dich? Und auch vielleicht, ne, als Frau, was gab es da irgendwie Kontexte, wo es schwieriger war, im Vergleich zu Männern oder zu Kollegen, die du gesehen hast? Vielleicht
erzähle ich noch mal ganz kurz zu Ende, wie es dann dazu kam eigentlich, dass ich mich jetzt, genau, also ich war 7 Jahre beim Playboy in unterschiedlichen Funktionen, habe mich dann da auch so hochgearbeitet. Und es gab eigentlich so zwei Schlüsselereignisse, die mich jetzt dazu gebracht haben, wo ich jetzt bin. Aber vielleicht mal vorneweg, auch ich wusste im Studium noch nicht, was ich mache. Ja? Also das war auch so, ich war im 7. Semester und habe gedacht, ich werde nie einen Job finden. Also das ist so, dass man überhaupt keine Ahnung hatte, wohin man geht. Ja? Also, und dann rutscht man da so rein und dann macht man irgendwie vielleicht aber auch das, worauf man auch Lust hat oder was einem Spaß macht. Und als ich dann, also ich war dann 2012, war ich dann eben als Objektleiterin, so im kaufmännischen Bereich in der Verlagsleitung bei Playboy, habe mich da so um Vertrieb, Produktion und so kaufmännische Themen gekümmert und hatte schon ein Kind, habe da aber in Vollzeit gearbeitet, weil mein Mann damals auch in Teilzeit gearbeitet hat und zu dem Zeitpunkt glaube ich zumindest im Nachhinein auch zu wissen, dass keiner wusste, dass ich da auch ein Kind habe. Also das war auch schon mal, ich habe da halt gearbeitet, so normal, wie es halt eine normale Frau ohne Kinder tut. Und dann kam es dazu, dass ich zum zweiten Mal schwanger geworden bin und dann in Elternzeit gegangen bin. Und in dieser Zeit wurde relativ viel umstrukturiert, wie es dann eben in großen Verlagen auch der Fall ist. Und dann wollte ich zurückkommen und dann hieß es, ja, du kannst gerne zurückkommen, aber ohne Leitungstitel. Und wir setzen dir aber noch eine andere Person vor die Nase und dann machst du das irgendwie, dann schauen wir erstmal, ne? Und dann ist der legendäre Satz gefallen, dass mein Vorgesetzter, ein Mann damals, zu mir gesagt hat, jetzt schauen Sie doch erstmal, wie das alles wird mit den 2 Kindern und weil ich weiß genau, wie anstrengend das sein kann, weil meine Frau hat auch 2 Kinder. Ja? Und das fand ich so bezeichnend. Da habe ich mich so gekränkt gefühlt auch. Ich meine, ich habe jahrelang da gute Arbeit gemacht, mit oder ohne Kind, es spielte keine Rolle, dass ich damals gekündigt habe. Also ich habe dann für mich selber entschieden, so sehr ich den Playboy und das Umfeld geliebt habe, ich habe einfach gesagt, in so einem Umfeld, in so einem, ich meine, auch ich sag mal, mütterfeindlich, wäre es ein bisschen übertrieben, aber in einer Struktur, die es Müttern nicht erlaubt, auch in Führungspositionen mit 2 Kindern zu arbeiten, in diesem Umfeld kann ich nicht arbeiten, da komme ich auch nicht weiter. Und dann habe ich wirklich schweren Herzens damals gekündigt habe meine Kündigung eingereicht, habe mir einen neuen Job gesucht, habe mir erst einen neuen Job gesucht und habe dann gekündigt. Und dann ist Folgendes passiert, dass in diesem halben Jahr, dass ich dann noch da war, dass dann auch die Geschäftsführung gewechselt hat und der neue Geschäftsführer oder der dann damals auch zuständig war, plötzlich gesehen hat, mit welcher Leidenschaft, mit welchem Herzblut ich meinen Job mache. Und dass er dann einen Monat, bevor ich dann wirklich weg gewesen wäre, mich gefragt hat, ob ich doch bleiben möchte. Und zwar dann aber auch mit der entsprechenden Funktion. Und dann habe ich auch die volle Verantwortung für Playboy und damals noch einen Titel bekommen. Und das hat mir im Nachhinein einfach, das ist natürlich ein, sonst wäre ich jetzt woanders, sonst wäre ich einfach nicht auch zu dem Zeitpunkt, als Burda dann, das erzähle ich vielleicht gleich noch, als Burda dann entschieden hat, die Lizenz des deutschen Playboy nicht mehr zu verlängern, wäre ich nicht dort gewesen. Ja, und das war natürlich für mich im Nachhinein auch ganz entscheidend. Also einmal die Entscheidung zu sagen, ich will das nicht, dann aber auch zu beweisen, ich glaube, dass diese Kündigung auch allen gezeigt hat, so okay, krass, so kann man nicht umgehen mit mir. Ich glaube, dass ich mir damit auch, sag mal, viel Respekt auch eingehandelt habe. Und hat man mich eben gebeten zu bleiben. Und das war natürlich schon, das war toll. Ja, und dann bin ich doch bei Playboy. Also ich war dann nie weg, sondern bin dann einfach durchgehend da geblieben, habe dann den neuen Vertrag wieder aufgelöst und bin dann einfach geblieben. Und dann aber in der Leitungsfunktion, in der ich das damals wollte, mit 2 Kindern. Und habe das dann nochmal 3 Jahre gemacht und haben da viel Neues, haben das Heft gelauncht, haben ein paar neue, immer wieder gearbeitet auch an dem Magazin. Ich meine, auch wir bleiben ja nicht stehen, auch das Heft ist ja nicht so wie in den 70er Jahren, sondern auch da entwickeln wir uns natürlich auch weiter. Und dann war ich eben 2019 an dem Punkt, als Burda dann uns informiert hat darüber, also bei uns ist jetzt in dem Fall mein Chefredakteur und Geschäftspartner Florian Beutin und ich, als Burda uns dann informiert hat, dass sie die Lizenz des deutschen Playboy nicht verlängern wollen, ja, da saß ich dann da, ja, und dann nimmt man... Das ist sozusagen, dann war halt die Entscheidung da, mache ich das jetzt weiter oder bleib ich bei Burda? Ja, spannend. Also dazu auch, dann habe ich auch gleich eine Frage, weil zu diesem Moment, den du beschrieben hast, ne, also okay, ne, zweites Kind, schwanger, es ist eine ganz große innere Stärke zu sagen, so ja, aber entweder kann ich hier weitermachen oder ich gehe. Ja? Also gab es dann, also es klingt so sehr entschlossen, sehr resolut, sehr klar, gab es da, also war das für dich von Anfang an so eine, ne, diese Klarheit, die da war, oder gab es da auch diese Zweifel, naja, vielleicht sollte ich doch besser, weil, ne, wer weiß, ob es woanders leichter ist, also wie, ja,
Ich glaube, im Grunde ist meine Frage so, woher kam diese Klarheit in dir? Also vielleicht auch da, ich habe immer schon gerne selber entschieden, was mit mir passiert. Ich mag es nicht, wenn jemand entscheidet, was mit mir ist oder mich irgendwo hinsteckt, ohne mich vorher gefragt zu haben. Das ist so, glaube ich, so ein grundsätzliches Thema bei mir. Ich war einfach gekränkt. Ich glaube, es kam aus einer sehr großen Kränkung heraus, dass ich gedacht habe, wie kann es denn sein, dass ich jetzt jahrelang hier gute Arbeit mache, ob mit oder ohne Kind, spielt auch einfach keine Rolle. Ja? Aber ich habe mich als Frau gekränkt gefühlt. Ich habe mich einfach total ungerecht behandelt gefühlt. Und ich glaube, aus diesem Gefühl heraus war ich dann vielleicht sogar ein bisschen trotzig. Also es ist so, dass ich dann gesagt habe, so ja, dann halt nicht. Und es ist ja auch so, ich bin jeden Tag gerne in die Arbeit, das mache ich bis heute, ja. Ich bin jeden Tag gerne hingegangen. Es vergeht eigentlich keinen Tag, wo wir nicht irgendwie einmal unfassbar laut lachen müssen, weil irgendwas Lustiges passiert aus irgendeiner Situation heraus, sei es jetzt thematisch oder auch organisatorisch oder wie auch immer. Ich habe einfach eingesehen, dass ich in diesem Konstrukt, in dieser Organisation mit diesem Chef nicht weiterkomme und dass mich das einfach täglich behindern wird in meiner Weiterentwicklung. Und dass es auch kein Thema ist, das sich ändern wird, außer dass dann eben diese Person vielleicht irgendwann da nicht mehr sitzt. Aber dieses Umfeld alleine, dass sowas möglich ist, dass man Frauen nach der zweiten Elternzeit degradiert, weil sie dann eben rät, lieber in Teilzeit zu arbeiten, weil sie es ja besser wissen, weil die Frau hat ja auch zwei Kinder. Auch nach diesem legendären Satz, ja, also ich habe einfach in dem Moment festgestellt, dass es nicht das Umfeld. Und man geht da ja jeden Tag hin. Der Job ist ja mehr als also zumindest für mich, das kann man jetzt vielleicht auch nicht generell sagen und auch nicht, gilt vielleicht auch nicht für jeden. Für mich ist der Job mehr als eben nur der Ort, wo ich Geld verdiene, sondern ich möchte mich da weiterentwickeln, ich möchte da Spaß haben, ich möchte da nette Leute treffen, ich möchte da was bewegen. Und da habe ich damals gemerkt, ich kann es nicht, wenn da jemand sitzt, der mich so einschränkt. Mhm. Und wie war es dann so, dieser zweite Moment, wo du gesagt hast, dein damaliger Chef oder Chef, die gesagt haben, okay, ne, die Lizenz wird nicht weiter verlängert, es läuft aus. Das ist ja erstmal ein großer, okay, eine Lehre, die da erstmal aufgeht. Ne? Also war dann gleich klar, ihr könnt es weitermachen? Also ist es gleich selbstständige, also Unternehmen gründen und die Lizenz sozusagen selbst weiterzuführen? War das sofort im Raum gestanden oder war das erstmal so nie, also hier ist jetzt erstmal Schluss und jetzt sozusagen, okay, kannst eine andere Stelle hier haben, aber damit geht es nicht weiter? Also wie war dieser Moment für dich? Also als wir das erste Mal davon erfahren haben, war auch erstmal ja auch so ein Stück Leere, ne? Weil man hat da jetzt jahrelang gerade auch vor dem Hintergrund Kündigung dann doch bleiben. Das war zwar schon 2-3 Jahre her, aber hat mich ja umso mehr sozusagen bestärkt auch darin, was ich tue und dass es auch damals die richtige Entscheidung war, auch zu bleiben. Und im ersten Augenblick vielleicht ich war so eine klassische Angestellte auch. Also ich war so auch so ein bisschen sicherheitsorientiert und ne, regelmäßig kein Risiko. Ich bin natürlich so im Job auch mal ein Risiko eingegangen, aber es war ja immer überschaubar. Das Risiko, es war ja nicht mein Geld. Ja. Und ich fand dieses Angestelltenverhältnis, so diese warme Decke, so ganz gemütlich eigentlich auch. Ja. Und Burda hat damals auch versucht, mich zu halten und hat es aber einfach, ich sag mal, falsch gemacht. Und im Sinne von, man hat mir gesagt, wir haben hier einen Job für dich. Hier ist dein Titel, so viel Geld kriegst du und du kriegst noch einen Dienstwagen. Aber man hat mich nicht von der Idee überzeugt. Also man hat mir nicht gesagt, dieses Objekt oder dieses Projekt ist jetzt so spannend, weil hier ist das redaktionelle Konzept dafür, hier ist der Businessplan, da sind die Pitch-Unterlagen, kannst du mal alles durchlesen, wie findest du das, wie siehst du das? Und es ging nur um Status, Titel, Positionen und so. Und da habe ich mich auch so falsch verstanden gefühlt, weil das, was mich vorher oder was mich auch so fasziniert an dem, was ich tue oder auch an der Marke Playboy, ist einfach diese große Leidenschaft, mit der ich das mache, was ich mache. Und dann hat man mir eben so ein total lebloses, kaltes Projekt gegeben, hat gesagt, hier, so, dass wir haben schon einen Job für dich, ist prima, kannst bleiben, mach dir keine Sorgen. Und da habe ich mir gedacht, nee, also wirklich nicht. Ja. Und gleichzeitig hat Florian, mein Geschäftspartner jetzt und damaliger Chefredakteur, wir haben ja auch schon immer, eben schon seit 7 Jahren zu dem Zeitpunkt, sehr, sehr eng zusammengearbeitet, also er redaktionell, ich eben kaufmännisch. Und für ihn war das völlig klar, dass es
dass das in Frage kommt für ihn, sich selbstständig zu machen und die Lizenz zu übernehmen. Und er dann aber damals gesagt, ja, aber ohne dich mache ich es nicht. Und das war natürlich auch wieder, ne, war auch ein schönes Gefühl. So. Und dann, ja, habe ich damals, hat dann auch ein bisschen gedauert, das klingt jetzt immer so einfach, aber natürlich ist es ein Prozess. Natürlich überlegt man sich, was bedeutet das? Dann rechnet man das einmal durch, muss natürlich irgendwie einen Businessplan machen. Dann überlegt man sich, ob man mit dem finanziellen Risiko gehen kann. Wir haben das auch fast ausschließlich aus Eigenmitteln mit einem kleinen Kredit von der Bank finanziert. Also auch das muss man sich überlegen. Geht man das Risiko ein? Wirkt man dann privat? Wofür eigentlich? Ja? Dafür, dass man dann die Marke Playboy in Deutschland weiterführt? Ich meine, ich hätte es mir auch gemütlich machen können im Konzern. Ja. Aber da habe ich einfach gemerkt, dass für mich das schon wichtig ist, was ich mache. Und das ist, dass ich nicht auch so eine klassische Managerin bin, der man einfach mal dieses Projekt gibt oder mal dieses Thema und dann kümmert sie sich drum. Und wenn es 2 Jahre später dann irgendwie geklappt hat oder auch nicht, dann kümmere ich mich um das nächste Thema. So bin ich nicht. Das treibt mich auch nicht an. Und dann war nach so einigen Überlegungen und ich bin da schon auch, also ich glaube, ich bin schon ein risikofreudiger Typ. Ich bin auch jemand, das Glas ist eher halb voll als halb leer. Also ich gucke schon nach vorne. Ich sehe immer eine Lösung. Ich versuche auch, wenn irgendwie was da ist, ich versuche immer lösungsorientiert zu sein. Und das hat natürlich in dem Moment, sowas hilft dann auch. Ja? Also dass man eben nicht nur die Probleme sieht, die möglicherweise auf einen zukommen, sondern dass man einfach grundsätzlich davon ausgeht, dass das dann schon klappt. So. Mhm. Und mit der Überzeugung und mit natürlich irgendwie einem Finanzplan, der auch aufgegangen ist, haben wir dann gesagt, okay, dann machen wir das. Ja, ja. Diese Entscheidung dann auch laut, ich habe mich dann aber auch extrem wohlgefühlt mit der Entscheidung. Also das war dann, klar, lag dann noch viel Arbeit vor uns, aber als die Entscheidung getroffen war, hat sich das einfach total richtig angefühlt. Und dieses Abwägen von also Selbstständigkeit, also Freiheit und aber auf der anderen Seite Risiko, so diese Zeit, weil du hast ja gemeint, ne, es war ein Prozess, hattest du in der Zeit eine Art Berater oder so oder hast du es mit deinem Mann oder mit Freunden oder Kollegen, also wie bist du am Ende wirklich zu der Entscheidung gekommen, so ja, da gehe ich jetzt rein. Also mit Sicherheit, ne, was du gesagt hast von deiner Persönlichkeit, da ist diese Risikofreude da. Und trotzdem ist es ja eine sehr große Entscheidung, diesen Schritt dann wirklich zu tun. Also ich habe zuallererst mit meinem Mann gesprochen, der einfach immer mein Hauptansprechpartner ist, wenn es um Entscheidungen geht. Ich habe viel aber auch mit mir selber ausgemacht. Ich habe mir keinen Coach genommen damals, es war dann später. Also wir haben uns dann, als die Entscheidung schon getroffen war, haben wir uns sozusagen durch diesen Prozess dann auch coachen lassen, um auch diesen Perspektivenwechsel hinzukriegen vom Angestellten zum Unternehmer. Das war auch ganz, also das war total wichtig. War eigentlich auch einer der entscheidendsten Momente in diesem ganzen Prozess in dem Jahr, aber da war die Entscheidung schon getroffen. Und ich kann mich an einen Abend erinnern, wo ich meine allerliebsten, engsten Freunde, die zum Teil auch in den Medien sind, aber auch unterschiedliche Funktionen haben, also da war ein Anwalt dabei, ein Steuerberater, ein Redakteur, also es war auch so von den Funktionen her lustigerweise auch so genau das, was man eigentlich braucht, um sich selbstständig zu machen. Und da habe ich zu uns eingeladen zum Abendessen und hatte die dann da und habe das sozusagen auch aus unterschiedlichen Perspektiven mit denen diskutiert. Da war ich aber eigentlich emotional auch schon entschieden, aber das war wie so eine Absicherung nochmal auf verschiedenen Ebenen. Also eben so, was sagt der Anwalt dazu, was sagt der Steuerberater, was muss ich alles bedenken, um das wirklich zu machen. Okay. Ich habe ja in meiner Recherche so für dieses Gespräch auch gelesen, dass der Playboy gerade im letzten Jahr sehr gewachsen ist, also sowohl digital als auch Print. Und ich habe mich dann gefragt, so, okay, warum ist das wohl so? Also abgesehen, ne, davon, dass ihr da einfach einen super guten Job macht, aber so dieses, okay, warum ist gerade auch in so einem Corona-Jahr, wo es im Außen so viele Einschränkungen, so viel Instabilität gibt, warum wächst in der Zeit der Playboy so stark? Und ich habe mich gefragt, okay, könnte es vielleicht daran liegen, dass, okay, es ist so viel Unsicherheit im Außen, dass Männer gerade auf der Suche sind nach, ja, nach ein bisschen Sicherheit auch und nach einer Männerwelt, die, ja, wo sie sich sicher fühlen können. Und dass der Playboy da vielleicht auch eine Orientierung bieten kann. Ja? Weil Männer sind ja, also oft, also was ich zumindest mitbekommen habe, da ist ja auch so eine Verlorenheit gerade da. So, wer und wie bin ich als Mann eigentlich gerade richtig in dieser modernen Welt? Ja? Kannst du dazu was sagen? Ja, also vielleicht mal auch mal so zur Einordnung. Es gibt viele, also Print hat in 2020 während des Corona-Jahres grundsätzlich nicht gelitten. Das ist vielleicht auch mal, um das einzuordnen, das ist jetzt keine,
Wir sind natürlich sehr stolz auf unsere Entwicklung, aber es ist nicht jetzt was super Außergewöhnliches, sondern es gibt gerade die Nachrichtenmagazine haben extrem oder auch Nachrichten, auch die Wochenzeitungen, Zeit, aber auch eine Süddeutsche hat zugelegt. Die ganzen Home- und Garden- und Living-Titel, die haben sich natürlich, oder auch Food-Zeitschriften haben letztes Jahr extrem Zuwachs gehabt. Also das heißt natürlich es gibt Gattungen, die haben profitiert von Corona und Gattungen, die nicht profitiert haben. Innerhalb dieser Lifestyle-Männer-Magazin-Gattung ist der Playboy schon auch da einer der wenigen Titel, die da wirklich zugelegt haben. Deswegen sind wir nur, aber so ein bisschen vorab zur Einordnung. Ich glaube schon, dass in einem Jahr, wo man natürlich auf der einen Seite zu Hause ist und mehr Zeit hat zu lesen und man so in seinem Alltag auch eingeschränkt wird, der Playboy vermittelt immer auch eine Art Alltagsflucht. Und wir haben mal eine Marktforschung gemacht, wo ein Leser sagte, er ist so in dem Heft und er liest es so intensiv, dass neben ihm ein Haus zusammenbrechen könnte und er würde es nicht merken. Und ich glaube, dass das einfach eine gute Ablenkung von dem Alltag ist und den Sorgen, die man vielleicht hat. Kriegt man das alles hin? Die Kinder sind nebenbei, finanzielle Einschränkungen durch Kurzarbeit und so weiter und so fort. Der Playboy ermöglicht einfach ein Gefühl von Traumwelt, von Alltagsflucht. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das was ist, was letztes Jahr eben auch neben diesen ganz praktischen, was koche ich heute, wie streiche ich mein Wohnzimmer neu, dass das schon eine Motivation ist, die Menschen gesucht haben. Mhm. Interessanterweise haben wir nicht nur bei Männern zugelegt, sondern auch bei Frauen. Also wir haben jetzt in der letzten Reichweitenmessung sind wir bei den Männern stabil geblieben und haben 11% Frauen dazu gewonnen. Mhm. Das ist natürlich schön. Und spannend. Und wie ist da die Erklärung dafür? Also so... Ja, gute Frage. Ich glaube, dass sich die Grenzen zwischen diesen klassischen Männer-Frauen-Zielgruppen, dass das grundsätzlich sich mehr verwischt. Und dass ganz viele Frauen auch jetzt im Zuge von Empowerment auch eben genau diese klassischen, so ich will jetzt nicht mehr da meine Familie und ich zum Beispiel als Zeitschrift zu Hause liegen haben oder die Brigitte, weil sie eben da auch diese klassischen Rollenbilder sich nur bestätigt sehen, dass sie dann eher zu einer Zeitschrift wie Playboy greifen, weil wir sind eigentlich ein People-Magazin. Also wir sind jetzt auch kein Männer. Natürlich irgendwie, wir haben Männer-Pflegethemen und jetzt nicht irgendwie die Nachtcreme für die Frau. Wir haben Autothemen, nicht alle Frauen interessieren sich für Autos. Also ich blätter beispielsweise immer drüber. Aber die Reportagen und Interviews, die wir tatsächlich im Heft haben, das ist ja kein... das sind ja Menschen, die... alle interessieren, das sind Männer und Frauen. Das richtet sich ja nicht nur an Männer. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass es einfach Frauen gibt, die auch, ich sag mal, von der Art und Weise, wie Frauenzeitschriften gemacht werden, auch ein bisschen gelangweilt sind. So. Also das ist zumindest das, was ich bei mir selber auch erkenne. Und spürst du da, also jetzt jenseits einfach der unternehmerischen Verantwortung, die du hast, de facto, spürst du da eine Verantwortung für ich sag mal, für die Männerwelt oder für, jetzt um es noch größer zu ziehen, für die Gesellschaft, weil das, was du, was ihr da rausbringt, das erreicht ja einfach sehr viele Menschen, die Inhalte, die ihr vermittelt, ja. Auf jeden Fall. Und es ist ja, das geht hier schon los, wenn wir ein Produkt machen. Also vielleicht auch noch dazu, wir haben über 65% Frauenquote bei uns jetzt in unserer Firma. Das ist, glaube ich, auch was man, vielleicht denkt man da auch so, Playboy, da sitzen lauter irgendwie alte, weise Männer und machen irgendwie ein Heft. Das ist nicht richtig. Wir sind sowohl in der Redaktion als auch im kaufmännischen Bereich haben wir mehr Frauen als Männer. Und auch in den, in den wichtigen Leitungsfunktionen, also Geschäftsführung ist Frau, Mann, der Art-Direktor und der Textchef, das sind Männer, Bildleitung, Bildchefin und Victoria-Chefin, das ist die Abteilung, die sich um die Nacktproduktion kümmert, wird auch, beide Abteilungen werden von Frauen geleitet. Und das ist einmal, wir handeln auch schon intern die Themen aus. Und wenn du von gesellschaftlicher Verantwortung sprichst, ich fühle jetzt keine Verantwortung jetzt speziell für Männer, sondern eher für Männer und Frauen und für die gesamte Gesellschaft und da auch, beziehungsweise all genders, würde man dann auch sagen, also Männer, Frauen, das ist ja auch so, ist ja auch nicht mehr, ist ja nicht so eindeutig, auch da eher eine Verantwortung im Sinne der Verhandlung oder des Vermittelns auch zwischen den Geschlechtern. Okay, und eine weitere Frage, die mich interessiert, ne? Ihr habt das übernommen, so, ihr habt das Unternehmen gegründet. Und
da gibt es eine lange Historie des Playboys. Ja? Und da auch die Frage, okay, also wie, ne, so, okay, was alles, was bis jetzt war und ab da, wo ihr es dann weitergeführt habt, übernommen habt, inwieweit so fühlst du dich dem verpflichtet, einfach auch wie das davor, also ne, der ganzen Historie, also zum Thema Treue gesehen, also inwieweit musstet ihr dem treu bleiben, was davor war? Inwieweit konntet ihr oder kannst du neu entscheiden und andere Richtungen gehen? Also ich, ganz grundsätzlich stand der Playboy schon immer für Freiheit und Selbstbestimmung. Und auch Hugh Hefner hat sich damals in den 50er Jahren schon für die Rechte der Homosexuellen, für die Rechte der Schwarzen stark gemacht, hat da Stiftungen gegründet, hat schwarze Musiker in seine Clubs und in seine Fernsehshows eingeladen. Die Shows wurden dann zum Teil zensiert. Das heißt, er hat sich dann auch nochmal stark gemacht gegen Zensur. Also das ist alles irgendwie markenimmanent. Nichtsdestotrotz ist völlig klar, dass sich die Welt auch verändert, ja, und dass er dann, ich meine, man hat ja von Hugh Hefner immer auch noch ein Bild im Kopf, wo er dann in den 90er Jahren mit so 4 blonden Playmates irgendwie im Arm, das ist natürlich was, das ist eine Phase des Playboy, die ja, finde ich auch nicht gut. Nichtsdestotrotz ist sozusagen die Wurzeln sind das, was wir heutzutage eigentlich auch noch, was wir auch noch darstellen wollen. Und wo wir auch immer wieder drauf zurückkommen. Also sei es jetzt irgendwie, ob wir, ich sag mal, eine paralympische Schwimmerin aufs Cover packen oder das erste Curvy-Model weltweit, im April hatten wir die Tochter von David Hasselhoff auf dem Cover als erstes Curvy-Model weltweit, was einen unglaublichen PR-Buzz auch erzeugt hat und was wir halt auch an Beschimpfungen und Leserbriefen bekommen haben, was uns denn einfällt, eine Dicke aufs Cover zu machen, also in der heutigen Zeit. Ja. Und auch da muss man ja sagen, da erfüllt Playboy auch eine Funktion, nämlich also auch was salonfähig zu machen oder auch an der einen oder anderen Stelle, wo man dann auch denkt, das dürfte gar nicht mehr provozieren heutzutage, tut es aber offensichtlich. Und der Playboy trägt einfach dazu bei, auch Grenzen sozusagen auch zu durchstoßen. Ja. Damals auch vielleicht noch einen kleinen Exkurs, wir hatten 2018 auch das erste Transgender-Model auf dem Cover. Auch damals ein unglaublicher Tabubruch für viele. Also unsere Leser waren, die meisten waren zumindest irgendwie, fanden das völlig in Ordnung, aber auch was wir sozusagen auch an externen Reaktionen bekommen haben, und das im Jahr 2018, ja, das mag man ja gar nicht glauben. Und wir sind aber in der Interpretation dieser Grundwerte, für die der Playboy steht, sind wir heutzutage frei. Und wir haben aber auch, sind da auch nicht festgelegt. Also wenn man sich mit dem Heft beschäftigt, wir haben als jetzt ein journalistisches Format im Heft ein Pro-Kontra. Das heißt, da diskutieren wir einfach über bestimmte Themen, legen uns da aber auch nicht fest. Also auch um zu sagen, es gibt halt verschiedene Meinungen zu Themen und die Welt ist nicht schwarz-weiß. Ich glaube, das ist auch heutzutage auch ganz wichtig, dass es ist nicht so einfach. Die Wahrheit passt nicht in 140 Twitter-Zeichen. Die Wahrheit oder die Realität kann nicht mit einem Post, mit einem Like, mit einem irgendwie Daumen nach oben abgebildet werden. Was wichtig ist, sind Debatten. Und wir nehmen sozusagen am Diskurs teil, ohne uns festzulegen. Also wir versuchen, Debatten oder Diskurse voranzutreiben, da natürlich auch zwischen Männern und Frauen. Aber wir legen uns nicht fest. Es ist keine vorgefertigte Meinung. Und wir sind auch bereit, Meinungen zu ändern. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass nichts ist ja entstanden. Die Welt, die Gesellschaft verändert sich. Das, was man heute sagt, gilt vielleicht morgen nicht mehr. Und auch da sind wir sozusagen bereit, auch die Meinung zu ändern. Also sozusagen wir im Sinne der Meinung im Playboy, der Playboy als Sprachrohr. Ja, und inwieweit hängen für dich dann auch diese wirklich großen Themen zusammen, Selbsttreue und Erfolg und beruflicher Erfolg? Und auch in dem Zusammenhang, wie definierst du es für dich? Also wie definierst du Selbsttreue und auch Erfolg? Also was bedeutet beides für dich und wie hängen sie zusammen? Also gut, Selbsttreue ist für mich jetzt erstmal irgendwie sich nicht verbiegen. Ja? Also irgendwie Dinge so zu machen, wie man sie selber für richtig hält. Und ich glaube, das ist so ein komplexes Konstrukt von irgendwie Erziehung, von Wertvermittlung, von dem sozialen Umfeld, in dem man sich bewegt. Also jetzt für mich alleine sind es einfach Dinge, die, wenn sie sich falsch anfühlen, dann sind sie nicht richtig. Ja, wenn man irgendwie Zweifel hat, kann man sie nochmal ausdiskutieren. Aber ich glaube, man weiß, wenn man tief in sich hineinhört, weiß man schon, was man will und was richtig und was falsch ist. Und bei Playboy ist es jetzt sozusagen auch nochmal ein bisschen abstrakter gedacht. Das Thema Selbsttreue ist ja auch, was Markenführung angeht, man muss halt eine Marke stringent führen. Das heißt, die darf sich nicht widersprechen. Man darf draußen nicht sich wundern, warum man auf der einen Seite irgendwie das sendet und was anderes sagt. Also da würde ich Selbsttreue eher im Sinne von einer konsistenten Markenführung verstehen,
Und deswegen auch so wichtig, dass man eben Werte definiert für ein Unternehmen, Werte für eine Marke definiert und sich dann auch entsprechend dieser Werte eben entlang hangelt und einfach glaubwürdig ist. Ich glaube, am Ende bei Selbsttreue oder auch bei Markenführung geht es um Glaubwürdigkeit. Und wenn man Dinge tut und die in sich glaubwürdig sind, dann ist man, glaube ich, auch ganz schnell wieder bei dem Thema ja, Selbsttreue oder ist man sich selbst treu und in dem Fall dann ja. Und du hast jetzt ja auch schon gesagt, dass du Mama bist. Du hast zwei Töchter. Was vermittelst du ihnen ja, in Bezug auf Selbsttreue, in Bezug auf ihre Träume, auf ihre Wünsche? Also zum einen mal versuche ich, sie erstmal so zu lassen, wie sie sind. Ja, ich glaube, das ist... Ich habe auch, also gerade so bei dem Thema Geschlecht, es ist auch interessant, vielleicht muss ich eine kurze Geschichte erzählen. Meine Tochter Luise, die Kleine, die Sechsjährige, die wird jetzt eingeschult. Und wir waren einen Schulranzen kaufen vor 2 Monaten. Und dann geht man ja in so eine Abteilung rein und dann stehen auf der einen Seite die Mädchenschulranzen und auf der anderen Seite die Jungsschulranzen. Und was sie sich dann ausgedacht haben, ist, dass Mädchen die Jungsschulranzen aufbekommen, damit sie erstmal gucken, welches Modell passt überhaupt. Um dann später sich dann das entsprechende Modell, die Farbe und so weiter auszusuchen. Das hat aber bei Luise überhaupt nicht funktioniert. Ja, die ist da rein und fand gleich irgendwie den grün-blauen Schulranzen am allerbesten. Das heißt auch dieses Konzept von, wir setzen dir erstmal die hässlichen Jungsschulranzen auf, damit du dich nicht von den Dinosauriern und Tigern irgendwie beeinflussen lässt, hat bei ihr überhaupt nicht funktioniert. Und ich habe aber gleichzeitig eine Mutter beobachtet, die in der Ecke stand mit dem rosa-pinken Schulranzen und die dann schon versucht hat, auch so ihre Tochter da so hinzubringen und zu sagen, na, nimm doch lieber den und ne, so dieses. Und am Ende war es dann so, dass Luise sich den blauen Schulranzen mit den Fußballbällen vorne drauf ausgesucht hat, den gleichen, den ihr Cousin Theo auch hat, lustigerweise. Und ich ja aber auch nicht reingeredet habe. Also das ist jetzt, das ist ihre Wahl und ich will auch gar nicht, dass sie sich da sozusagen so einschränken lässt, also was jetzt so, was so die Wahl von Dingen ausgenommen, weil das eine jetzt vermeintlich mädchenhaft und das andere vermeintlich jungenhaft ist. Das ist mal das eine. Also ich lasse sie grundsätzlich erstmal so sein, wie sie sind. Was mich dann aber wiederum, und das will ich noch kurz zu Ende erzählen, was mich dann wiederum gestört hat, sind dann so Menschen oder Mütter, die dann zu Luise gehen und sagen, ach, ich habe gehört, du hast ja einen ganz tollen Schulranzen. Das ist ja ein blauer Schulranzen. Das ist ja wirklich ganz toll. Ja. Also dass man das dann wiederum auch noch so bewertet. Ja. Also ich versuche, meine Kinder nicht zu bewerten. Also in dem auch, natürlich tut man das als Eltern irgendwie trotzdem immer wieder, aber ich versuche mich jeden Tag daran zu erinnern, dass ich sie nicht bewerte. Und dass ich ihnen vermittle, dass sie alles sein können, was sie wollen und auch alles tun können und dass sie auch alles schaffen können. Mhm. Also das ist auch keine, ich versuche auch keine Klischees aufzumachen. Also wenn jetzt, also natürlich ist es nicht einfach, weil wir, da kommt die Oma und schenkt dann irgendwie doch nochmal was, irgendwie ein Kleid mit rosa Blümchen drauf, ja, und dann mögen sie es gerne, ist auch in Ordnung, aber auch das nicht zu bewerten, also auch nicht zu sagen, das ist jetzt irgendwie zu mädchenhaft, das darfst du nicht, sondern gleichzeitig irgendwie es einfach zu lassen, ja, einfach so, die können anziehen, was sie wollen, sie können sich irgendwie, können sich Schulranzen kaufen in allen Farben, die sie möchten, also einfach so versuche ich, das versuche ich hinzuvermitteln. Mhm. Und natürlich auch einfach für, jetzt habe ich 2 Mädels, dass sie auf ihren eigenen Beinen stehen können sollen, wenn sie größer sind, dass sie sich nicht abhängig machen, dass sie nicht in so eine Welt, dass sie nicht irgendwo einheiraten und dann sagen, okay, ich verfolge nicht meine eigenen Träume, sondern, also nicht, dass es heutzutage überhaupt noch irgendwie irgendjemand tut, hoffentlich, ja. Aber das ist mir einfach wichtig, dass sie sich unabhängig machen können, dass sie ihre eigenen Entscheidungen treffen können und zwar irgendwie halt dem, so wie sie es halt wollen. Ja. Ja, das ist richtig toll. Ja, also wirklich dieses so sein lassen und eben nicht bewerten. Also weder großartig positiv zu sagen, so, oh, wie du jetzt gesagt hast, das ist ja toll blau, ne, sondern einfach sagen, ja, gut. Ja, mich würde zum Abschluss noch interessieren, so, also das ist ja ein sehr schönes Beispiel, was du schon gerade gegeben hast, ja, mit deinen Töchtern, ja, also so als exemplarisch einfach, okay, sie zu stärken in dem, was sie wollen. So, wenn du jetzt eine Vision auf, ja, eine sozusagen auf, in die Zukunft werfen könntest, ja, was glaubst du, bräuchte es in dieser Welt, damit, ja, Kinder von klein auf in, ja, zu Erwachsenen werden, die sich wirklich selbst treu bleiben können? Also was glaubst du, bräuchten wir mehr in dieser Welt, damit die Menschen wirklich, ja, so sich vollkommen entfalten können? Mehr Toleranz und weniger so Ausgrenzung. Ich glaube, dieses ich möchte dahin gehören oder da so sein oder die sind blöd oder auch das, was Social Media ja auch macht, irgendwie gleich jemand postet was und dann ist es gleich gut oder blöd. Es gibt gar nichts dazwischen, ja. Sondern auch, sag mal, die Fähigkeit, sag mal, die Diskursfähigkeit auf der einen Seite eben auch
Dinge, die man vielleicht nicht verstehen kann, auch auszuhalten. Eine gewisse Toleranz gegenüber so einer Schere im Kopf vielleicht auch. Ne? Also auch Dinge auszuhalten, aber auch Dinge, mehr Toleranz. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, weil wir sind nun mal eine sehr diverse Gesellschaft und man muss nicht auch da nicht alles bewerten. Und diese Toleranz, man merkt es ja bei sich selber wahrscheinlich am allerehesten auch, wie schnell man irgendwie Leute in Schubladen steckt oder irgendwie sich unfassbar aufregt über irgendwas, was irgendwer macht oder so. Ich glaube, die Fähigkeit, Dinge auszuhalten, die nicht dem entsprechen, was man selber denkt. Eine Ambiguitätstoleranz. So. Ich glaube, davon bräuchte es mehr. Und wenn wir dazu bereit sind, dann glaube ich, wäre die Welt deutlich besser. Vielen, vielen Dank, liebe Miriam. Danke für den Einblick in deine ganz persönliche Welt und auch die Welt des Playboys. Ich habe das Gespräch sehr genossen. Und vielen, vielen Dank. Vielen Dank auch für die Zeit.